Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich ein fast Fullface Natasha Denona, weil Natasha Denona keine Augenbrauenprodukte und keine Mascara in Deutschland halt so hat, ne, bei Sephora. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, wir starten mit dem Primer, ist klar, ne? Da habe ich hier den Face Glow Primer. Also es wird sehr, sehr glowy heute und auch sehr, sehr teuer. Wenn ihr die Produkte bei Sephora bestellt, kann ich euch nur empfehlen, dass ihr das über iCrime macht oder dass ihr euch bei Sephora Unlimited anmeldet, weil so könnt ihr halt immer ein bisschen was sparen, ne? Also bei iCrime bekommt ihr Cashback, bei Sephora Unlimited könnt ihr Punkte sammeln und die dann quasi in Goodies und sowas umwandeln. Der Primer kommt hier in einer sehr cremigen, dickflüssigen Konsistenz. Und die Links zu iCrime und Sephora Unlimited und so weiter setze ich euch mal in die Infobox, genauso wie auch die Produktlinks und so. Ne? Das ist halt das Übliche. Meine Infobox ist immer sehr, sehr prall gefüllt, also schaut euch da gerne mal um und gönnt euch hart. Sehr, sehr reichhaltig, sehr, sehr angenehm. Mag ich. Also das gefällt mir tatsächlich. Upsala, ich versuche gerade den Deckel wieder vorsichtig drauf zu machen. Da habe ich jetzt ein bisschen Überschuss. Mein Gesicht hat Glow, aber jetzt nicht irgendwie wegen Glitzer oder Schimmer oder so, sondern weil es halt gepflegt ist, ne? Das mag ich gerne leiden. Auch die Foundation hat hier Glow mit dabei. Das ist die Face Glow Foundation von Natasha Denona. Und ich habe die Farbe 10 Fair Neutral Clear. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Oh, ist die flüssig. Super flüssig. Und die sieht jetzt hier auf meinem Handrücken auch relativ dunkel aus. Auf der Haut kommt sie aber nicht so dunkel rüber wie auf meinem Handrücken. Da bin ich gerade ziemlich erleichtert. Die Foundation ist sehr, 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 sehr leicht. Also man sieht es auch, ne? Das ist eine extrem leicht deckende Foundation. Meine Muttermale scheinen durch, meine Rötungen scheinen durch, meine Sommersprossen scheinen durch. Sie macht eine leicht ausgeebnete Geschichte auf dem Gesicht. Könnte vielleicht was für einen Sommer sein. Wobei ich da sagen muss, von der Konsistenz her, beziehungsweise ich finde die so ein bisschen ölig, ne? Wenn ich mir das so zwischen den Fingern auch verreibe. Weiß ich nicht, ob die auch im Sommer dann schön wäre, aber die macht halt eine leichte Geschichte und das gefällt mir und die verbindet sich gut mit der Haut. Ich habe jetzt nicht unbedingt das Bedürfnis, die Geschichte mit dem Schwämmchen einzuarbeiten, deswegen mache ich das auch nicht, weil ein Schwämmchen würde jetzt auch die Deckkraft ein bisschen minimieren, ne? So finde ich das eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Um die Deckkraft etwas zu erhöhen, habe ich hier einen Concealer und das ist der Transfix Matte Concealer, habe ich in der Farbe 1N. Der ist jetzt super hell, ne? Wow, das ist echt hell. Ich gebe mir das nur so ganz leicht punktuell auf und ansonsten versuche ich hier noch so die ein oder andere Rötung oder so ein Pickelchen oder sowas abzudecken, ne? Das sieht immer so wild aus. Und weil das halt super viel irgendwie Gedönsen ist, nehme ich den auch direkt einfach als Lidschattenbase. Wow, was ist hier los? Das war ein bisschen viel Produkt. Holla die Waldfee. Der trocknet auch schnell an. Deswegen nehme ich mir jetzt meinen Foundation-Pinsel mit dem Rest Foundation, der noch dran ist, um die Kanten so ein bisschen auszusoften. Irgendwie ist es einfach gerade nicht so ganz passend, ne? Bevor wir aber jetzt hier zu irgendwelchen pudrigen Texturen gehen, habe ich noch ein bisschen was Cremiges. Und zwar ist es einmal der Puff Paint Liquid Blush Serum. Und den habe ich in der Farbe... steht hier, glaube ich, nicht drauf. Keine Ahnung, ne? Es ist dieser hier. Und den gebe ich mir jetzt mal so auf meine... Huch, oh, der ist aber süß vom Applikator. Auf meine Wangen hier auf. Und arbeite den jetzt mit meinem Foundation-Pinsel ein. Oh, der ist schön. Den mag ich, ne? Heute darf es auch gerne mal ein bisschen mehr sein. Deswegen baue ich den auch noch ein bisschen auf. Da kommt nachher auf jeden Fall noch Puderblush und so ein Kram alle drüber. Aber das mag ich gerne leiden. Kann ich mir auch wirklich vorstellen, auch wenn es jetzt relativ dezent aussieht, ne? Wenn ich gar kein Make-up trage, aber so einen kleinen Blush-Effekt haben möchte, dass ich mir den drauf machen würde. Sieht ein bisschen aus, als hätte ich jetzt ein klein bisschen zu viel Sonne gesehen, ne? Süß. Heute möchten wir sowieso ein bisschen eskalieren. Deswegen habe ich hier aus der... vom letzten Jahr ist das oder vorletzten Jahr, die Natasha Denona Love Cheek Duo Cream Blush and Highlighter Palette. Das ist diese hier, die einfach so wunderschön aussieht. Ich muss gestehen, dass ich da gar nicht allzu sehr nachgreife, ne? Hier haben wir einen Highlighter, der mir persönlich einfach zu pink ist. Und dann haben wir hier einen Cream Blush. Und da gehe ich jetzt hier auch mal mit meinem Foundation Pinsel rein. Guck mal, ob ich den noch so on top geben kann. Ja, weil der ist tatsächlich sogar noch ein bisschen deckender. Der hat ein bisschen mehr Krawumms noch mit dabei. Und da ich jetzt ja gleich nochmal abpuder und so,
werde ich da auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Blush brauchen. Deswegen trage ich mir den hier wirklich gezielt auf meiner Wange auf, um da nochmal so einen derben Blush halt hinzugeben. Ich mag das ja ganz gerne, ne? Wenn man einfach ein bisschen mehr Blush hat, wenn man so ein bisschen mehr diese Frische hat. Ja, das gefällt mir. So, ne? Mag ich. Finde ich ganz, ganz knuffig eigentlich. Auch wenn ich eigentlich eine relativ trockene Haut habe, möchte ich das Ganze gerne setten, weil ansonsten, glaube ich, wenn ich irgendwie in den Arm nehme oder so, weil heute gehen wir auf den Geburtstag von meiner Stiefschwiegermama in Spe und meiner Schwägerin in Spe. Die feiern zusammen. Und ja, deswegen, ne, da möchte ich das Ganze auch irgendwie haltbarer machen. Deswegen nehme ich hier das Invisible HD Face Powder, habe ich in der Farbe 01 Light Medium to Beige Clear. Ja, das möchte ich einmal ausprobieren. Das habe ich noch nie ausprobiert. Das habe ich gerade erst bei Sephora bestellt. Deswegen ist hier auch noch eine Folie drauf. Ich gebe mir das Puder jetzt einfach mal so in den Deckel rein. Oh, muss ich da draufhauen? Ich bin so ein Trottel. Man muss es aufdrehen. Okay, okay. Oh, Schiete. Das war peinlich. Oh mein Gott, ja, man muss es drehen, dann ist es offen. Mhm. Und dann kommt auf einmal ganz schön viel Puder raus. Entschuldigung, ich lieb's. Ich mag das Puder. Also, wenn man das mit diesem Drehmechanismus verstanden hat und dann auch die Menge rauskriegt, die man braucht. Nein, das ist wirklich schön. Also, das setzt sich nicht auf trockene Stellen. Das ist, ne, eine schöne Finishing-Geschichte auch nochmal drüber. Macht eine schöne Haltbarkeit. Und, was ich persönlich schön finde, dadurch, dass es eine leichte Tönung mit dabei hat, ist der Concealer jetzt auch nicht mehr so super hell. Und irgendwie sieht das alles jetzt auch fantastisch aus. Also, mir gefällt es gerade voll. Genau. Ja, mag ich gerne leiden, ne? Machen wir weiter mit einem ganz besonderen Schätzchen, was ich von einer ganz besonderen Zuschauerin geschenkt gekriegt habe oder ertauscht habe, wie auch immer. Natasha Denona Tan Bronze and Glow Palette, das ist diese hier. Und die ist eigentlich relativ dunkel. Ich verwende sie halt als Bronzer sehr gerne. Und hier haben wir sowohl den Bronzer drin, den ich gerne ausprobieren möchte, als auch den Highlighter. Bei dem Bronzer muss ich etwas vorsichtig sein, ne, ist klar, weil eigentlich relativ dunkel und so. Deswegen aufnehmen, vorsichtig, gut abklopfen. Und dann kann ich mir den auftragen, aber das funktioniert eigentlich ganz gut. Und ja, damit wärme ich jetzt mein Gesicht ein bisschen auf. Also wirklich schön, ne? Ich habe mir gerade übrigens gedacht, den Highlighter daraus werde ich nicht verwenden, weil ich habe ja gleich noch was anderes, was ich mal in einem Adventskalender drin hatte. Und ja, schöner Bronzer, mag ich gerne leiden, habe ich jetzt auch extra dezent gemacht. Man kann es auch intensiver aufbauen, aber sehr, sehr coole Palette. Als Blush verwende ich hier aus der Blush and Glow Geschichte, Mini Blush and Glow, Blush and Highlighting Powder, keine Ahnung, das ist eine, ja, Doppelgeschichte, ne? Verwende ich hier den Blush einfach mal draus. Hier hat auch ein Glow mit dabei, was ich echt schön finde und ja, auch nochmal so ein bisschen Frühlingsfrische aufs Gesicht zaubert. Als Highlighter verwende ich den Super Glow, auch den hatte ich mal irgendwo irgendwie oder günstig geschossen oder so in der Farbe 02 Light Medium bis Beige Mouillon, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall ein super geiler, krasser Highlighter, den ich wunderschön finde. Mit einem Highlighter-Pinsel trage ich den auf, gehe da vorsichtig rein, klopfe ab, weil der hat wirklich Kavam und trage mir den wirklich nur ganz vorsichtig auf, weil Halleluja, ne, da geht schon direkt die Panne ab. Das ist ein wirklich schöner Highlighter, der knallt. Ich kann es nicht anders sagen, meine Base gefällt mir richtig, richtig gut. Also dieses, ich sehe nicht so super zugekleistert aus, Gedönsen, gefällt mir. Der Glow gefällt mir, jo, und ich fühle mich wohl. Jetzt haben auch die Augenbrauen meinem Gesicht die Form verliehen. Und passend zur aktuellen Zeit, es ist Frühling, Leute, die Sonne kommt raus, verwenden wir die Sunrise-Palette von Natasha Denona. Und ja, ich habe Bock auf die Töne. Da ist halt so schön gelb, orange und sowas mit dabei, ne? Das ist voll mein Vibe. Und ja, wunderschöner Schätzelein, das kommt jetzt auf die Augen drauf. Ich verwende zuallererst den Ton Carnelian. Das ist dieser Orangeton hier. Und den gebe ich mir einfach mit einem Blendepinsel auf mein komplettes bewegliches Lid auf. Das sieht auf jeden Fall fein aus, ne? Also ein schöner Orangeton ist das. Dann nehme ich den Ton Citrine, das ist so ein schöner Gelbton. Und mit dem Ton blende ich das dann hier nochmal nach oben hin aus. Um die Kanten etwas feiner zu gestalten, verwende ich hier den Ton Morning. Das ist ja halt so ein ganz heller Aprikoton und den setze ich mir quasi so direkt an die Augenbraue und gehe dann hier nochmal so die Kanten entlang. Jetzt nehme ich den Ton Jasper, das ist ja dieser Rostrot
Ton quasi, um hier außen noch eine kleine Verdunkelung hinzukriegen. Also die Töne lassen sich schön miteinander verblenden. Das funktioniert auch super leicht gerade. Jetzt nehme ich den Ton Glory. Das ist ja so ein Dunkelpink, fast schon. Den nehme ich jetzt mit so einem Smudger, aber nur mit der Spitze davon auf. Und gebe mir den an den unteren Wimpernkranz. Und mit dem Ton Cloth, das ist ein Aubergine-Ton, verdunkle ich das Ganze unten, außen ein ganz kleines bisschen, um auch da noch ein bisschen Tiefe zu schaffen und das Auge quasi optisch etwas mehr zu öffnen. Ich schaue mal, ob ich den Ton Agate auch mit diesem Smudger-Pinsel aufnehmen kann. Das ist so ein schöner Goldschimmerton. Den möchte ich nämlich super gerne auf meinem beweglichen Lid haben, um dann noch so ein kleines Highlight zu schaffen und das Ganze noch mehr zum Strahlen zu bringen. Der kommt auch direkt hier im Innenwinkel zum Einsatz und auch am Augenbrauenbogen. An meinen unteren Wimpernkranz, hier so im inneren Drittel, gebe ich den Ton Esther auf. Das ist so ein schimmernder lila Ton. Auch da wieder nur mit der Spitze rein. Und dann so als leichter Topperton, ne, gebe ich mir das hier einfach so hin. Das macht das Ganze noch etwas mehr schimmernd, strahlend und so. Und das mag ich einfach gerne. Und das war jetzt tatsächlich ein super einfacher, schneller, nicht mal 10 Minuten Look. Und hätte ich nicht gequatscht, hätte ich das sicher in 5 Minuten geschafft, ne? Finde ich extrem schön. Ich habe kein Fallout. Gut, Kickback im Fännchen haben wir schon, ne? Aber es ist eine schöne Palette, ne? Ich möchte das Ganze jetzt aber noch ein ganz kleines bisschen toppen, denn als ich mal bei Sephora bestellt habe, gab es dieses Produkt gratis mit dabei. Das ist ein Chroma Crystal Top Coat in der Farbe Peach Peach. Und ja, es ist 12 Uhr auf einem Sonntag und mein Nachbar hat sich überlegt, sein Auto zu waschen. Das ist ja super, ne? Wir kennen die ja auch von Love und so, ne? Also da gibt es ja immer wieder diese Pöttchen. Aber ich möchte den jetzt wirklich einfach mal so als Topper auftragen, um zu gucken, ob der noch irgendwie ein bisschen mehr macht. Ob der da noch ein bisschen mehr Schimmer reinbringt. Und ich würde sagen, leicht. Ein bisschen was kann er. Ne, also das ist jetzt nicht irgendwie unbedingt, dass man sagt, hol dir das Ding. Aber ist jetzt auch nicht schlecht. Jetzt so mal als Vergleich, da habe ich den aufgetragen, da noch nicht. Minimaler Unterschied, ne? Ja, wie gesagt, Mascara haben wir nicht, Eyeliner haben wir nicht, deswegen mache ich die jetzt off-camera. Ich weiß nicht, jeder von euch feiert das so sehr, wenn ich halt meine Wimpern so krass tusche, aber ich liebe es einfach. Es ist einfach so meins, ne? Und wenn ich mich so wohl fühle, dann kann ich auch so rumlaufen. Genau, ich wollte euch jetzt einfach mal von Namen nochmal den Lidschattenlook zeigen. Falls ihr auf so Close-Up-Bilder oder sowas steht, dann schaut gerne bei mir auf Instagram vorbei. Da poste ich tatsächlich auch diesen Look nachher. Genau, und genau, da kommen auch immer Close-Up-Bilder und so online und Stories aus meinem Leben. Und ja, jetzt sind die Lippen dran. Denn auch da habe ich etwas, was ich mal aus dieser Love Collection gekauft habe. I need a Nude in Amorosa. Genau, so heißt das. Und das war in dieser Sonderedition mit dieser Love Cheek Glow Blah Palette zusammen drin. Ja, ne? Also so ein ganz klassisches Tönchen, was jetzt so ein bisschen zurückhaltender ist. Aber halt nicht so super hell Nude, sondern halt, es hat irgendwie so einen leichten Rotstich oder rosa Stich auch noch mit drin. Aber mir gefällt das sehr gut, weil ich jetzt sehr auffällige Augen habe, ein sehr auffälliges Kleidchen anhabe. Und ja, diesen Glow, ne? Ich lieb's. Ich finde es gerade total schön und ich fühle mich wohl. Also Natasha Denona sagt teuer, brauchen wir gar nicht drüber reden. Also ich habe auch die, ich glaube alle Produkte, ne, habe ich reduziert gekauft. Da habe ich keins zum Originalpreis bestellt. Aber Leute, der Look gefällt mir. Haut mal raus, was ihr so dazu meint. Ne? Klar, die Wimpern sind Geschmackssache. Aber im Großen und Ganzen ist das doch echt fein geworden. Also ich fühle mich hübsch, muss ich wirklich sagen. Und ja, das war es jetzt hier von mir. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!